Kleiner Disclaimer, bevor das Video anfängt. Ich habe auszusehen in der Aufnahme vergessen, mein Mikrofon anzuschalten. Was bedeutet, der Sound im Video, also der nach dem Intro, wird leider der von dem Mikrofon der Kamera sein. Und die ist halt nicht so gut, die Qualität, deshalb, ja, tut mir sehr leid an der Stelle. Wird in den nächsten Videos hoffentlich nicht mehr passieren. Und ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Intro. Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wieder ein Video aus der Reihe alte Videos remaken. Und heute remaken wir das Video Porsche 919 Hybrid auf dem Red Bull Ring aus dem Jahre 2019. Ja, streng genommen aus dem Dezember 2019. Will heißen, ja, bald 4 Jahre alt das Video. Ja, damals waren so absolut meine absoluten Anfänge, was so Simracing angeht und so weiter. Und heute werden wir das Ganze remaken. 8 Runden mit dem Porsche 919 auf dem Red Bull Ring. Und ja, wir werden natürlich versuchen, das Ganze ein bisschen besser zu machen als damals, ein bisschen besser zu performen. Und vor allem die schnellste Runde davon, von damals zu schlagen. Das Ganze war eine 1:20.861 und... ja, wir werden heute versuchen, das Ganze zu schlagen. Und ja, wie uns das Ganze gelingt, seht ihr jetzt. Deshalb viel Spaß beim Video. Thank you.
Ganze dann schon so ziemlich aussehen. Thank you.
Ich finde sogar Zeit. Nein, warum guck ich denn so krass auf dich? Nein. Ah, fuck. Warum guck ich denn da jetzt so krass drauf? Ich bin so dämlich. Scheiße. Jetzt habe ich mich gerade so sehr darauf konzentriert, dass ich einfach komplett den Scheitelpunkt der nächsten Probe verpasst habe. Ich glaube schon, dass die 15er Zeit drin. Aber was
passend. Ja, in dem Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr andere Vorschläge habt, von Videos, die ich remaken soll, oder neue Vorschläge von Fragen und Streckenkombinationen, verschiedene Games, alles, was auf der Konsole verfügbar ist, auf dem PC, kann man darauf einigen. Sobald ich einen gescheiten PC habe, dafür werde ich mir auch die Vista 2 und so angucken. Das wird noch kommen, keine Sorge. Dauert ein bisschen. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen.